Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um den Mac Mini in der absoluten Basisversion zum Preis von 700 Euro und zum anderen natürlich im Vergleich das MacBook Pro komplette Vollausstattung zum Preis von 2700 Euro. Wir klären, muss man 1900 Euro mehr ausgeben, um ein voll ausgestattetes MacBook zu haben, oder reicht es auch mit dem Mac Mini? Ist der vielleicht sogar schneller beim Arbeiten? Klären wir alles in diesem Video. Des Weiteren natürlich die Frage, 8 GB oder 16 GB Arbeitsspeicher, was ist für wen besser? Und wir klären auch noch eine weitere Frage, zum Beispiel, kann man hier an diesen MacBook Pro 13 Zoll zwei externe Monitore anschließen? Der Hersteller gibt ja an, es ist meistens immer nur ein Monitor, und ich habe ein bisschen was anderes rausgefunden. Ich habe es nämlich auch rausgefunden, wie es geht, den mit zwei externen Monitoren zu betreiben. Das zeige ich euch auch heute in diesem Video. Und natürlich eine Menge Zubehör, eine Menge Updates zu diesen Geräten. Ich habe 2 Wochen an diesem Video gearbeitet, bin froh, dass das Ding endlich fertig ist. Ich hoffe, ihr auch. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Anschauen. Am Anfang kommen wir natürlich mal zu den Unterschieden der beiden, und ich habe euch gleichzeitig, um die Mobilität des Mac Mini mal hier so ein bisschen zu beweisen, den Mac Mini an mein iPad angeschlossen, komplett drahtlos, hier ist kein Kabel dran, das geht hier direkt, und jetzt müssen wir mal gucken, was ist besser, arbeiten mit dem MacBook Pro oder arbeiten mit dem Mac Mini M1. Und das Schöne ist an diesem Video, ich bediene hier zwei Lager, zum einen die Mac Mini Fans und natürlich auch zum anderen die MacBook Pro Fans, und mich würde mal interessieren, für welches Modell seid ihr, Pro bzw. Contra? Kann natürlich auch sein, schreibt es einfach direkt hier in die Kommentare rein, und wir fangen natürlich erstmal hier mit dem Mac Mini M1 an. Vor gut 2 Jahren hätte ich mich nicht getraut, den Mac Mini als einen leistungsstarken Mac zu vergleichen, aber seitdem Apple die M1-Chips verbaut, ist das wirklich möglich, denn der Mac, der hat hier dadurch eine riesige Leistungsperformance bekommen, und im Gegensatz zum MacBook kommt er mit mehr Anschlüssen auf euren Schreibtisch, nämlich zweimal Thunderbolt 3, einmal Netzwerk, dann die 3,5 mm Klinke und natürlich zweimal USB-A sowie einem HDMI aus. Wer mehr Anschlüsse benötigt, dem kann ich hier das neue USB-C-Hub mit Festplatteneinbau empfehlen. Hier hast du knapp 100 Euro an Ausgaben, aber noch mehr USB-Anschlüsse, unter anderem einen SD-Kartenleser, und du kannst bis zu 2 Terabyte Festplattenspeicher komplett in diesen Hub mit einbauen. Und so kommst du mit 1 Terabyte Festplatte und dem USB-C-Hub auf knapp 200 Euro und bezahlst natürlich nur normalerweise schon für eine schnelle SSD-Platte diesen Preis von knapp 200 Euro. Ich habe das alte hier noch in Grau, aber es gibt natürlich auch schon die Anpassung in Silber. Link direkt mal hier in meiner Videobeschreibung. Das MacBook Pro ist natürlich die mobile Variante des M1. Mit richtig viel Power verbaut hier direkt in der Vollausstattung, aber natürlich wenig Anschlüsse. Es sind immer nur noch 2 Thunderbolt-Anschlüsse hier direkt vorhanden und dann noch ein 3,5 mm Klinke-Anschluss, und da benötigt man natürlich zwingend einen USB-C-Hub. Zu weiterem Zubehör und Festplatten habe ich euch natürlich schon Videos produziert, die sind hier oben mal direkt verlinkt. Aber wer mehr Thunderbolt-Anschlüsse an sein MacBook Pro oder sein Mac Mini bringen möchte, für den gibt es momentan eine gute Lösung, und zwar ist das das Anker USB-C Hub, und das ist ein cooles Ding, denn hier gibt es mehr Thunderbolt für alle, und das schon komplett mit Thunderbolt 4 im Gepäck, und darüber gibt es natürlich nochmal ein extra Video von mir, und weitere Infos dazu packe ich euch direkt mal in die Beschreibung. Jetzt aber zurück zum Thema. Für 1900 Euro mehr hast du natürlich hier den kompletten Luxus verbaut. 2 Terabyte Festplatte, 16 GB Arbeitsspeicher. Im Mac Mini sind es in der Basisversion 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB Festplatte. So, jetzt gibt es aber die Möglichkeit, wer von euch zu 80% am Schreibtisch arbeitet, der kann definitiv auf dieses Gerät ausweichen, nämlich auf den Mac Mini. Da lohnen sich die 1900
900 Euro mehr eigentlich überhaupt nicht, denn hier kann man schon eine ganze Menge mit anfangen. Was, das zeige ich euch jetzt mal. Denn man darf nicht vergessen, sagen wir mal, für weitere 1000 Euro, also insgesamt dann 1700 Euro beim Mac Mini, bekommst du echt noch einen richtig schönen Monitor dazu, ein mega Soundsystem, was du dir aussuchen kannst, eine schnelle externe Festplatte, 1 Terabyte Thunderbolt oder SSD und natürlich das Trackpad einer Original Apple Maus, die ist ebenfalls noch in dem Budget dabei und damit bist du an deinem Schreibtisch mehr als gut ausgestattet und sparst dann immer noch 1000 Euro und mit dem Geld kannst du mal eine Woche in die Sonne fliegen, falls das Wetter dich hier nervt oder du kaufst dir einfach dafür nochmal ein iPad 11 oder 13 Zoll und bist dann sogar noch mobil mit deinem Mac Mini unterwegs, denn über die Bildschirmsynchronisierung kannst du ja auch ein iPad oder andere Monitore noch direkt anschließen. Und damit sind wir natürlich auch noch bei einem ganz anderen Thema, denn der Mac Mini hat natürlich von Hause aus 2 externe Monitoranschlüsse verbaut. Das MacBook Pro ebenfalls, wenn man das integrierte Display mit einrechnet, also man kann noch einen weiteren Monitor laut Apple mit anschließen. Da könnt ihr euch entweder so einen schönen großen 49 Zoll Monitor mit ranhauen, wie ich das gemacht habe, oder ihr habt noch die Möglichkeit, an beide Geräte noch einen weiteren Monitor mit anzuschließen. Das geht relativ einfach, nämlich über die Apple Display Synchronisierung, also AirPlay. Oben rechts in der Ecke habt ihr natürlich euer Einstellmenü, da könnt ihr die Lautstärke einstellen und andere Dinge. Und da geht es natürlich auch noch, einen weiteren Monitor mit anzuschließen und zwar direkt, wie gesagt, über diese Synchronisierungsfunktion. Und da sucht ihr euch einfach bei Amazon so einen freundlichen HDMI-Dongle raus, der kostet so ab 25 Euro. Und diesen HDMI-Dongle, den schiebt ihr einfach in euren weiteren externen Monitor mit rein und kann dann sozusagen direkt über diesen Anschluss noch einen weiteren dritten Monitor betreiben. Und es geht natürlich auch über die alten Amazon Fire TV Sticks, da kann ich es hier zu Hause ebenfalls machen, den findet ihr auch noch. Oder ihr holt euch, wie gesagt, euer iPad und schließt das ebenfalls nochmal als dritten Monitor mit an, beziehungsweise dann so ein USB-C HDMI-Dongle. Also wie gesagt, wer mal eine Notsituation haben sollte, denn es ist natürlich nur eine Übergangslösung, der kann sich den dritten Monitor entweder am Mac Mini oder hier auch am MacBook Pro komplett mit anschließen über die AirPlay Display Synchronisierung. Links komplett alle in meiner Beschreibung und wer, wie gesagt, halt die Möglichkeit mal haben möchte für 3 Monitore, der hat sie jetzt bekommen. Kommen wir zu den Geschwindigkeitstests für beide Geräte. Zum einen der Mac Mini M1 und zum anderen das MacBook Pro M1. Und hier geht es natürlich erstmal um den Stromverbrauch. Wenn man sich überlegt, dass das damalige 16 Zoll Notebook, was es ja immer noch zu kaufen gibt, 50 Watt an Energieleistung gezogen hat und wir mittlerweile bei diesem Gerät bei 7,5 Watt Stromverbrauch sind, dann ist das natürlich erstmal schon eine riesengroße Verbesserung. Beim Mac Mini sieht es so aus, dass das alte Gerät damals 50 Watt Energieleistung brauchte und jetzt mittlerweile bei 12 Watt Energieleistung ist. Auch eine riesengroße Performance von Apple. Bei beiden Geräten ca. 80% weniger Stromverbrauch. Das muss man erstmal hinbekommen. So, als ersten Test gibt natürlich den Geekbench 5 CPU-Tests und hier sieht man schon, dass das MacBook Pro ein bisschen langsamer ist als der Mac Mini. Beim Single-Core 1711, beim Mac Mini waren es 1744. Beim Multicore 7509 und beim Mac Mini 7611. Erhebliche Unterschiede gibt es aber dann im Multicore-Score GPU-Test, denn hier sind die Werte beim MacBook Pro bei 21.586 und beim Mac Mini bei 21.788. CPU Multicore Stress Test auf Cinebench. Single Core bei 1482 und bei 1524 beim Mac Mini. Beim Multicore sieht es dann auch wieder ein bisschen anders aus. Hier sind wir beim MacBook Pro bei 7685 und beim Mac Mini 7796. Der CPU des Mac Pro wurde natürlich ebenfalls richtig warm, denn hier ist das Gehäuse nicht so schön wie beim Mac Mini und damit kam der CPU auf 86 Grad. Die CPU-Temperatur beim Mac Mini
Mini war dann bei 65 Grad. Und das lag, wie gesagt, am Gehäuse. Hier hat einfach mal der Prozessor mehr Platz, um Wärme abzuleiten. Und beim Game-Test mit Tomb Raider, da waren beide gleich auf. Und hier kam es nach mehreren Stunden nur zu leichten Unterschieden. Das lag aber daran, dass der Prozessor wirklich zu warm geworden ist im MacBook Pro. Und die Unterschiede, die merkt ihr wirklich überhaupt nicht. Aber die zeigt uns natürlich das Gerät an, beziehungsweise das Messgerät. Und die Gaming-Performance beim MacBook Pro war hier bei 70 FPS und beim Mac Mini war sie ein bisschen höher, nämlich bei 80 FPS. Kommen wir zu meinem Lieblingsthema und das ist der Videoschnitt. Und da kann ich wirklich sagen, ich habe beide Geräte in den letzten Monaten komplett im Einsatz gehabt und kann euch hier mal wirklich sagen, was möglich ist. Also, zum Thema 8 GB oder 16 GB Arbeitsspeicher ist es ganz wichtig, dass ihr wisst, was ihr machen wollt. Mit 8 GB kriegt ihr bis zu 4K-Videos komplett problemlos geschnitten. Mit 8 GB Arbeitsspeicher könnt ihr Photoshop-Anwendungen, größere Grafikanwendungen durchführen und eine ganze Menge mehr machen. Und mit 16 GB Arbeitsspeicher geht es dann nur schneller über 4K. Das heißt, 6K oder 8K komplett runterkomprimieren auf 4K bzw. in andere Codecs rechnen. Und bei der Renderzeit ist er dann auch ein bisschen schneller, aber wie gesagt, bei 4K unterscheiden die sich wirklich fast gar nicht. Geht's höher, 6K, 8K, dann wirklich 16 GB Arbeitsspeicher. Habt ihr 3D-Anwendungen, mit denen ihr arbeiten müsst? 16 GB Arbeitsspeicher. Habt ihr sehr viele hohe Grafikanwendungen, die ihr gleichzeitig benutzen möchtet? Ja, dann bitte auch 16 GB Arbeitsspeicher. Aber zu 80% eurer Arbeit reichen wirklich 8 GB Arbeitsspeicher aus. Viele haben bei mir direkt in den Kommentaren geschrieben, ja, 16 GB, ich muss jetzt 16 GB haben, das ist ja Quatsch mit 8 GB, das schafft er nicht und. Ganz viele YouTuber und natürlich auch ganz viele Tests haben das Gegenteil bewiesen. 8 GB sind, wie gesagt, für 80% eurer Anwendung komplett ausreichend und hierbei spart man wirklich eine ganze Menge Geld. 8 GB Arbeitsspeicher, dann haust du sozusagen noch eine Festplatte ran, die kostet dich 300 Euro, wenn es richtig schnell sein soll. Und da brauchst du natürlich nicht den Preisunterschied von 1900 Euro hier beachten, sondern hast wirklich hier eine richtige Arbeitsmaschine auf deinem Schreibtisch für, jetzt runde ich mal auf, 1000 Euro. Und wo kriegt man schon für 1000 Euro so einen schnellen Computer? Das ist wirklich der beste Einstieg bei Apple, hier diesen Mac Mini M1 zu kaufen. Wer mehr Luxus braucht, klar, reden wir nochmal drüber, MacBook Pro. Aber 8 GB oder 16 GB Arbeitsspeicher würde immer zuerst tendieren auf die 8 GB Arbeitsspeicher, denn so viel arbeitet man wirklich nicht gleichzeitig mit irgendwelchen Grafik- oder Soundprogrammen. Soundprogramme laufen hier auch richtig super. 50 Spuren, 60 Spuren, kein Problem. Die 8 GB werden hier komplett ausreichen. In Bezug auf die Zukunft gibt es natürlich dann auch die Überlegung, hier nochmal 16 GB reinzupacken oder halt auch in den Mac Mini. Wenn du jetzt 3 oder 5 Jahre mit den Geräten arbeiten sollst, dann weißt du ja nicht, was in Zukunft für umfangreiche Programme kommen, die vielleicht denn doch mehr Arbeitsspeicher benötigen. Als Zubehör habe ich für euch nochmal eine komplette Empfehlung, wer so ein bisschen mit Video schneiden sollte. Der hat natürlich auch, wenn er sich jetzt den Mac Mini holt mit 256 GB Festplatte, nicht so viele Möglichkeiten, hier sozusagen mit Festplattenspeicher zu arbeiten. Ich habe das jetzt festgestellt anhand von meinem Atomos Recorder, dass es auch gut geht, mit externen Festplatten zu arbeiten und diesen komischen Adapter, das sind normalerweise interne SSD von der Firma SanDisk. Das war jetzt ungefähr bei 2 GB, lag der Preis so bei 170 Euro. Nochmal 15 Euro für den USB-C-Adapter mit dazugerechnet und dann habt ihr 2 Terabyte komplett schnell SSD-Festplattenspeicher, wo ihr sozusagen hier komplett über den Thunderbolt-Anschluss hinten reingehen könnt für nicht mal 200 Euro. Das ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis eine saubere Sache. Wer es braucht, kann sich das ja mal anschauen. Ich nutze es auf alle Fälle und schneide dann meistens hier direkt über die SanDisk 2 Terabyte externe Festplatte. Die Geschwindigkeiten sind super. Nur so als kleiner Tipp, wer mehr Arbeitsspeicher hier hinten raus braucht. Kommen wir zum Fazit und hierzu kann ich natürlich als erstes sagen, der Mac Mini ist eine Arbeitsmaschine und das MacBook Pro ist eine Maschine zum Arbeiten.
Ja, vom Prinzip her gibt es natürlich Vorteile vom Mac Mini, die lauten: erstmal der günstige Einstiegspreis. Teilweise habe ich das Ding hier schon komplett im Internet gesehen für nicht mal 700 Euro. Habt ihr einen kompletten M1-Prozessor, der euch wirklich richtig Geschwindigkeit bringt? Preislich ist das natürlich eine richtig gute Alternative. Und wer mehr als 80% an seinem Schreibtisch verbringt, für den sollte der Mac Mini wirklich die erste Wahl sein. Hier kannst du richtig Geld sparen. Hier kannst du dir noch einen riesengroßen Monitor für 1000 Euro zusätzlich kaufen. Dann gibt es natürlich noch Zubehör wie Festplatten und, die du hier anschließen kannst. Und da bist du mit 2000 Euro komplett mit diesem Mac Mini bei einem richtig hammermäßigen Schreibtisch-Setup. Hier hast du für 2000 Euro natürlich auch ein hammermäßiges Setup. Aber Videocutter wissen natürlich, dass momentan auf dem 13 Zoll MacBook Pro relativ wenig geschnitten werden kann, weil einfach der Monitor viel zu klein ist für den Videoschnitt. Und das ist dann wirklich schon mit so einer großen Brille oder anderen Dingen möglich. Oder ihr schließt so wie ich halt komplett euer iPad noch mit an den 13 Zoll Monitor und dann könnt ihr natürlich euren Bildschirm so ein bisschen mobil teilen und dann ist auch Videoschnitt richtig gut und luxuriös möglich. Aber ansonsten nur dieses Teil komplett für 2700 Euro und darauf Video schneiden, das ist wirklich dann nicht die optimale Lösung. Wer jetzt viel Festplattenkapazität braucht, ist ebenfalls beim Mac Mini im Einstiegspreis besser bedient als hier beim MacBook Pro. Hier kosten Festplattenspeicher natürlich sehr viel Geld. Wenn du jetzt mal bei Apple guckst, da sind die Preisunterschiede natürlich riesengroß. 2 Terabyte Festplatte ist natürlich schon eine Riesenhausnummer. Dafür kannst du hier schon fast 8 Terabyte oder 10 Terabyte anschließen, je nachdem, wie schnell die Festplatte sein soll und wie groß sie ist. Ja, also preis-leistungsmäßig ist wirklich der Mac Mini die allerbeste Wahl, wenn ihr zu 80% am Schreibtisch sitzt. Ihr könnt den auch transportieren, das ist ja das Schöne. Der ist leichter als das MacBook Pro und der lässt sich so schnell transportieren, da kannst du einen mobilen Monitor 13 Zoll, 16 Zoll etc. einfach mal mitnehmen oder wenn du zu Hause einen hast oder auf der Arbeit oder im Büro, je nachdem. Also die Anwendungsmöglichkeiten vom Mac Mini, die sind nicht nur auf den Schreibtisch beschränkt. Ihr müsst natürlich eine Steckdose in der Nähe haben, das ist das klar. Da hat natürlich das MacBook Pro die Nase riesig weit vorne mit dem super Akku, der hier verbaut ist. Der hält stundenlang, auch beim Videoschnitt, da könnt ihr mobil schneiden. Aber wie gesagt, mobil siehst du halt, wie gesagt, nicht viel auf dem 13 Zoll Display. Und einen mobilen Videoschnitt mal schnell im Bus oder irgendwo anders, klar geht das, aber da kann man wirklich lieber auf das 16 Zoll MacBook warten, was jetzt noch im Sommer erscheinen soll von Apple. Da hat man natürlich wieder die richtige Arbeitsdisplaygröße, um hier Videoschnitt durchzuführen. Ja, Einstiegspreis, immer der Mac Mini. Für das Geld kriegst du keinen anderen, schöneren Computer, bin ich der Meinung, ist wirklich meine Meinung. Und MacBook Pro natürlich für alle mobilen Cutter, die jetzt Leistung brauchen, aber auf Bildschirmgröße verzichten wollen bzw. müssen, weil den 16 Zoll gibt es ja noch nicht, gibt es natürlich auch das MacBook Pro. Aber man bedenke immer den Preisunterschied, 1900 Euro Preisunterschied zwischen den beiden und was man alles mit 1900 Euro machen kann und eigentlich den gleichen Rechner wie hier hat, außer dass er vielleicht minimal schneller ist beim Arbeitsspeicher, 2 Terabyte Festplatte hat, die man hier ebenfalls noch mit ausgleichen kann. Was habt ihr denn eigentlich für eine Meinung dazu? Also sagt ihr, euer Mac Mini oder euer MacBook Pro muss natürlich voll ausgestattet sein oder spart ihr gerne beim Zubehör? Kauft ihr euch das extern? Was habt ihr für Zubehör? Würde mich echt total interessieren und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein paar Ideen, ein paar Tipps für euren Workflow gebracht. Wir hören uns und sehen uns natürlich gern wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss, bye bye und winke winke.